ist der kleine Nick. Ist frech und lustig, mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich, alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich, ich bin der kleine Nick. Die Leichtathleten. Müller zieht an Becker vorbei, aber da kommt Neumann. Er legt einen fantastischen Sprint hin und geht als erster über die Ziellinie. Neumann hat es geschafft, er wird Meister! Das war der letzte Leichtathletikwettbewerb in dieser Saison. Das war super! Hey, wie wär's mit einem Wettrennen in deinem Zimmer? Ich schlag euch bestimmt alle. Ja! Einverstanden! Prima! Oh nein, in meinem Haus gibt es kein Wettrennen, ist das klar? Gut, wir können ja eine Leichtathletikmeisterschaft auf dem Bolzplatz austragen. Ja, das ist super! Das ist super! Ja, ja, gute Idee! Ja. Wartet mal, ich habe eine Idee, wie das noch echter wird. Ich hab gewusst, dass Neumann gewinnen wird. Seht mal, die Medaille, die gehört meinem Vater. Die bekommt der Sieger. Oh Mann, die ist schön. Ist die aus Gold? Ja, eine echte Goldmedaille, keine aus Schokolade. Ein super toller Platz für Leichtathletik. Was für Wettbewerbe machen wir? Ich weiß! Hammer werfen! Juhu! Wartet mal, ich hole einen aus dem Werkzeugschrank von meinem Vater. Du bist vielleicht blöd. Man wirft doch nicht mit einem echten Hammer. Ach so? Puh, die hätten im Radio auch sagen können, dass das ein falscher Hammer ist. Da drüben, da können wir Weitsprung machen. Ja, und danach gibt es Speerwerfen. Damit stecke ich den Boxring ab. Was? Bei einem Leichtathletik-Wettbewerb? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Na, von Leichtathletik vielleicht nicht, aber von Boxen schon. Eins ist sicher, ich bin der Beste. Ich habe die Medaille praktisch schon gewonnen. Ach ja, das werden wir ja gleich sehen. Weitsprung. Werfen. Der Sieger im Hochsprung ist Georg. Hammer werfen. Der Wurf zählt nicht. Sieger im Hammerwerfen, Nick! Zeig mal her, wer gewinnt denn? Tja, Georg und Nick liegen gleich auf. Es ist nur noch Laufen übrig. Dann wissen wir ja, wer der Sieger ist. Laufen! Auf die Plätze, fertig, los! Mein Marmeladenbrot!
der Sieger! Bravo! Bravo! So, ich muss gehen. Es ist bald Essenszeit. Na, jedenfalls haben wir viel Spaß gehabt. Gib mir jetzt die Medaille wieder. Ich muss sie wegpacken, bevor mein Vater kommt. Du spinnst doch wohl. Sie gehört mir. Ich hab sie gewonnen. Hey, bist du blöd? Mein Vater bestraft mich, wenn er sieht, dass sie weg ist. Gib sie mir. Nein, du hättest ja selbst gewinnen können. Er hat recht. Du hast gesagt, dass sie der Sieger bekommen. Ja, das stimmt. Was man verspricht, muss man auch halten. Nick, komm sofort her. Du hast in meinen Sachen gewühlt. Wo ist meine Medaille? Tja, also, ich hab sie verloren. Meine Medaille? Die schönste Trophäe meiner Sportlerjugend? Er übertreibt. Es war ein Dartturnier. Ich will meine Medaille zurück, oder es setzt was. Aber nicht doch, Schatz. Nick hat nicht gewusst, dass dieser Tinnef dir so überaus wichtig ist. Wir finden sie doch sicher wieder. Wo hast du sie verloren? Naja, Georg hat sie gewonnen bei einem Wettkampf. Was? Ich hab ne Idee, Nick. Wie wär's denn, wenn du deinen Freunden vorschlägst, dass ihr nochmal um die Medaille kämpft? Gute Idee, da kann ich sie gewinnen. Aber das wird nicht einfach werden, denn Georg ist echt stark. Mach, was du willst. Aber ich will die Medaille zurückhaben, sonst gibt's ne Strafe. Georg! Hallo, Nick! Wie wär's mit einer Revanche? Eine Revanche? Wofür? Naja, für den Leichtathletik-Wettbewerb. Wozu? Ich hab die Medaille ja schon. Eben drum. Ich will sie wiederhaben. Du hast wohl Angst zu verlieren. Naja, dann... Ich? So ein Quatsch. Ich kann die Medaille auch ein zweites Mal gewinnen. Na, dann machen wir's nochmal. Und nur du und ich. Sehr gern. Wann immer du willst. Und wir? Können wir nicht mitspielen? Nein. Du siehst doch, das ist ein Duell. Genauso wie in den Western. Ja, aber da ich die Medaille schon habe, was gibst du mir, wenn ich wieder gewinne? Du könntest ihm ein Spielzeug geben. Ich will kein Spielzeug. Davon habe ich genug. Wenn du verlierst, dann trägst du meine Schultasche eine ganze Woche lang. Einverstanden. Dann bis nachher auf dem Bolzplatz. Nein, das klappt nicht. Ich habe heute meine private Engelstunde. Geht erst morgen. Morgen ist es zu spät. Mein Vater will seine Medaille heute zurückhaben. Einverstanden. Dann machen wir das hier in der Schule. Na klar, und du hast natürlich auch einen Speer in deiner Schultasche. Stufensprung. Der zählt nicht, du hast dich festgehalten. Doch, der zählt trotzdem. Was mischst du dich eigentlich ein? Ich hab ne Pfeife, deshalb bin ich der Schiedsrichter. Von wegen, du hast keine Ahnung von Leichtathletik. Na und ob ich die habe? Die Regeln besagen, dass man da oben auf der Stufe nicht wackeln darf. Welche Regeln denn, Schwachkopf? Wir haben das Spiel gerade erst erfunden. Hey, du darfst den Schiedsrichter nicht beeinflussen. Stimmen wir doch ab. Die, die glauben, dass Nick gewonnen hat, heben die Hand. Schultaschen werfen. Echt guter Wurf. Habt ihr sie nicht mehr alle? Ich warne euch, wenn ihr das noch mal macht. Also das sage ich jetzt den Hühnerfeld. Ich muss noch mal. Adalbert hat mich durcheinander gebracht. Oh nee, Adalbert hin oder her, das zählt trotzdem. Und ich hab gewonnen. Ich sag euch, was ihr gewonnen habt. Eine Stunde nachsitzen. Das wird euch lehren, sorgfältig mit euren Sachen umzugehen. Also, den Schultaschenwettbewerb habe ich gewonnen. Aber der Wettbewerb ist noch nicht vorbei. In der nächsten Pause geht's weiter. Ruhe! Eigentlich ist nur noch eine Disziplin offen. Laufen! Wir sagen, der Erste, der nach dem Klingeln zur Pause auf dem Hof ist, hat gewonnen. Ja! Klodwig, geh in die Ecke. Na und? Machen wir es so? Flurlauf. Ah,
was sind denn das für Manieren, mein Junge? In den Fluren darf man nicht rennen. Und sieh mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Ich hab gewonnen. Ich bin Sieger. Das ist ungerecht. Das ist echt gemein. Ich hab wegen dem Hühnerbrühe nicht gewonnen. Hier, Nick, meine Schultasche. Guck mal, was ich damit mache. Oh Mann. Ach, verflixt, das gibt Ärger. Aber der Wurf ist viel besser als der von Georg. Also dann hat Nick gewonnen, oder? Ja, genau. Er muss die Medaille kriegen. Nein, nein, er ist aber nicht der Sieger. Ach nein, nun darf man wissen, wer der Sieger ist. Ja, er hier. Oh, hier, Papa. Meine Medaille. Ich war ein bisschen streng zu dir, Nick. Also, ich bin in dieser Woche nicht mehr böse, wenn du was anstellst. Gut? Ja, Papa, du bist echt nett. Du sagst also nichts zu dem Brief in der Küche, hä? Ein Brief? Ich will spielen mit den Kumpels. Was? Ein Brief vom Direktor und eine Rechnung über eine kaputte Scheibe? Oh, Nick! Trompete. Oh. Und willst du vielleicht etwas kaufen? Denn das hier ist ein Geschäft. Das ist etwas für Kunden, die Geld haben und bezahlen können. Aber ich habe Geld, Herr Aschenbrenner. Sehen Sie mal, das hat mir Oma gegeben. Sagen Sie bitte, Herr Aschenbrenner, was kriege ich denn dafür? Alles, was da drüben auf dem Regal steht. Oh. Oh, die will ich haben. Was ist das denn für ein abscheulicher Lärm? Ist meine Trompete nicht toll? Sag bloß, du hast das ganze Geld von Oma schon ausgegeben. Dafür? Ja, es hat gerade so gereicht. Das war's doch wert, nicht wahr? Naja, du kommst eben ganz nach mir, mein Junge. Gibst du auch Omas Geld aus? Aber nein, ich spreche von deinem Interesse für die Musik. Als ich jung war, da nannte man mich den König des Rumba. Erinnerst du dich, Liebling? Oh ja, ich erinnere mich. Ich habe manchmal den ganzen Tag geübt. Das Üben ist wichtig, sehr wichtig. Aha. Nein, 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 mein Schatz. Es ist besser, wenn du draußen auf deiner Trompete bläst. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist? Hast du ein Problem? Magst du keine Musikbläder? Doch, gerade deswegen. Los, üb weiter, Nick. Na gut, also wenn das so ist, dann kriegst du von mir auch was zu hören. Nick, bitte leih mir mal deine Trompete. Das ist prima. Das hört sich an wie Feuerwehrsirenen. Würden Sie so freundlich sein, diesen Lärm sofort zu unterlassen? Sonst kann ich mein Klavierspiel nicht hören. Wollt ihr die ganze Nachbarschaft gegen uns aufbringen? Er hat damit angefangen. Ist gar nicht wahr. Hör auf mit diesen Kindereien und komm rein. Ja, du auch, aber fix. Ich sollte schnell abhauen, bevor Mama mich auch noch drin einsperrt. Mann, das ist ja eine richtige Trompete. Ja, willst du mal? Ja, ich zuerst. Hm? Du musst reinpusten, nicht einatmen, du Blödmann. Toll, ich auch.
Applaus für den Künstler. Igitt, pfui Teufel, Otto, die ist ja voller Krümel. Meine Trommel ist mir lieber. Da kann ich in Ruhe weiter essen und draufhauen. Du hast eine Trommel? Geh sie doch holen, dann können wir zusammen spielen. Ich habe eine Mundharmonika, die kann ich auch holen. Und ich kann eine Gitarre holen. Mein Vater hat eine Menge davon. Und ich habe eine Flöte. Ach ja, seit wann denn? Na ja, also bis jetzt habe ich die Flöte immer nur als Pusterohr benutzt. Wisst ihr was? Wir gründen eine Band, so wie im Radio. Ja! Gut, das wird lustig und echt super. Also in 10 Minuten wieder hier. Gehst du denn kein Instrument holen? Nicht nötig, ich habe es schon bei mir. Quatsch, damit kann man doch keine Musik machen. Na und ob man das kann? Denk doch mal an den Karneval in Rio. Na, Musik. Und wir kommen bald ins Radio. Wir nennen uns die Fantastischen Sechs. Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr zusammenspielt. Los, zeigen wir ihr, was wir können. 3, 4. Ah, hört auf, dieser Krach ist furchtbar. Ich weiß nicht wer, aber einer bläst so laut auf der Mundharmonika. Sagst du das zu mir? Nein, ich sag das nicht zu dir. Wie kommst du denn darauf? Und du haust auf deine Trommel, als ob du taub wärst. Sag das noch mal, ja? Wir können ganz einfach alle nicht spielen. Dann könntest du es uns beibringen. Du spielst doch Klavier. Nun ja, das könnte ich machen. Aber nur, wenn ihr das macht, was ich euch sage. Einverstanden? Ja, wir sind alle einverstanden. Ihr könnt eure Instrumente weglegen. Für die erste Stunde brauchen wir sie nämlich nicht. Wie sollen wir denn ohne unsere Instrumente spielen? Ich will zuerst eure Kenntnisse überprüfen. Also, wer sagt mir, wo der Bassschlüssel zu finden ist? Der was? Man hebt den Finger, wenn man antworten möchte. Oh. Ah. Ah, gut, ich höre. Wo ist der Bassschlüssel zu finden? Da, wo du ihn hingepackt hast. Ruhe. Findet ihr das komisch? Na gut, du kommst als erster dran, Franz. Komm her. Weil ihr überhaupt keine Ahnung habt, fangen wir mit dem Einfachsten an. Vom Blatt singen. E, D, E, F, nein, A, B. E, D, E, F, nein. A, B, D, C. Mann, das ist ja fast wie in der Schule. Sei still, Klodwig, sonst muss ich dich sofort in die Ecke schicken. Hä? Sag mal, Marie-Hedwig, können wir jetzt auf den Instrumenten spielen? Aber nein, ihr glaubt doch wohl nicht, dass man an einem Nachmittag zum Musiker werden kann. In ein paar Jahren werden wir sehen, was ihr erreicht habt. Wird sich das vielleicht auch mal wo? Trotzdem, Marie-Hedwig hat vielleicht recht. Wir sind vielleicht noch nicht gut genug fürs Radio. Mann, die Bands treten ja auch nicht nur im Radio auf. Ich habe mal mit meinem Vater Musiker gesehen. Die haben auf der Straße gespielt und die Leute haben ihnen Geld gegeben. Das ist eine tolle Idee, finde ich. Das können wir auch machen. Hört endlich auf mit diesem Krach, ihr kleinen Sträuche! Lassen Sie ihnen doch den Spaß, Herr Aschenbrenner. Das ist doch nicht weiter schlimm. Doch, es ist sogar sehr schlimm. Es bläst mir die Ohren kaputt und es verjagt mir die Kunden. Ich glaube, es ist von Vorteil für Sie. Die Kunden werden froh sein, in Ihrem Geschäft Ruhe zu finden. Erfahren, was du da machst? Na, ich singe. Im Radio haben alle Bands einen Sänger. Und warum solltest du der Sänger sein? Ganz einfach, weil ihr alle mit eurem Mund beschäftigt seid. Sogar Otto, der ist... Warte, warte. Ich kann auch singen, wenn ich den Mund voll habe. Hey, mach
Mach den Mund zu, wenn du singst. Eigentlich ist der Sänger immer der, der die Band gegründet hat. Also ich. Oder der, der auf der Straße spielen wollte. Also ich. Wir können ja Marie Hedwig fragen, wer am besten singt. Die kriegt das raus. Hey, Marie Hedwig! Oh, oh. Ich glaube, sie ist uns böse wegen vorhin. Also, wenn ich nicht der Sänger sein darf, dann verlasse ich die Band. Soll das ein Witz sein? Du klingst wie eine alte Blechbüchse. Willst du einen auf die Nase? Wenn du das machst, dann wirst du aus der Band rausgeschmissen. Umso besser. Ich kann sehr gut eine eigene Band gründen. Und in der Band bin ich der Sänger. La, 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 la. La, 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 la. Ruhe, ihr beiden. Sonst fange ich auch noch an zu singen. Was ist das denn für ein Radau? Na, wir haben eine Band gegründet, Papa, wie im Radio. Ja, und wir werden eine Menge Geld verdienen. Ohne polizeiliche Genehmigung darf man auf öffentlichen Plätzen keine Musik machen. Da muss ich wohl mal ein ernstes Wort mit euren Eltern reden. Genau so ist es. Die verantwortungslosen Eltern muss man rankriegen, die unfähig sind, ihren missratenen Nachwuchs richtig zu erziehen. Ja? Sag mal, Liebling, weißt du wo? Was machst du da? Ich hab die Rumba-Kugeln in einem Karton gefunden. Hör mal, ich bin immer noch so gut wie früher. Also Musiker sind in diesem Haus tatsächlich nicht sehr beliebt. Ah, du machst wohl den Regentanz für deinen Gemüsegarten. Kümmer du dich um deine Hecke, alter Esel. Was? Komm mal rüber, wenn du ein Mann bist. Da hab ich keine Hemmungen. Leg die Dinger weg, das regelt man mit bloßen Fäusten, Feigling. Das sind Rumba-Kugeln, du Blödhammel. Hey, lass mich los. Aber. Natürlich. Ist ja kein Wunder, dass ich Ihren Sohn dabei erwischt habe, wie er auf öffentlichen Plätzen Radau macht. Wie der Vater, so der Sohn. Er hat aber angefangen. So ein Lügner. Er hat angefangen. Die wären eine tolle Band. Und vielleicht könnte ich bei Ihnen der Sänger sein.